Ja, willkommen zurück. Auch ich bin hier gerade erst angekommen beim Runenschmied. Und ja, zu diesem gehe ich jetzt auch direkt mal hin. Der scheinbar bei hübschem Wetter und nicht mitten in der Nacht auch ein bisschen außerhalb seines Zeltes rumläuft. Ah, hier. Eine Werkstatt hat er angefangen aufzubauen. Sehr hübsch. Hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Bitte, keine bitte. Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. Aber gerne doch. Yes, das noch. Und die nächsten 10.000 kommen dann gleich. Der Runenschmied kann deine Gegenstände mit Runenwörtern und Glyphenwörtern verzaubern und ihnen so mächtige, neue mächtige Eigenschaften verleihen. Rufe zum Verzaubern das Verzaubern-Fenster auf. Werden wir testen. Und, ja. Ja, so die Frage, ne? Hier, ich fange mal wieder von unten an, mit ihm zu reden. Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nördlinge allerdings sind eigenartig. Wortkarg, verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Ja, kann man so sagen, ne? Würdest du mir etwas anfertigen? Was kannst du denn bisher? Also mal angenommen. Ach, da ist was mit Leertaste. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können nicht zugleich mit einzelnen Runen oder Glyphen verwendet werden. Wenn du einen Gegenstand verzauberst, werden aktuell eingesetzte Runen oder Glyphen zerstört. Hier werden Gegenstände angezeigt, die mit Runen oder Glyphenwörtern verbessert werden können, sich also verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Aufwertungsplätzen verzaubert werden. Ja, der will ja immerhin mehrere Wörter einsetzen, die einen magischen Satz bilden. Hat er ja erklärt, ne? So, dies ist die Liste von Verzauberungen, die bei bestimmten Gegenständen verwendet werden können. Zum Verzaubern und damit Verbessern von Waffen und Rüstungsteilen sind ganz spezielle Verzauberungen erforderlich. Aha, Und was haben wir hier? Erforderliche Zutaten. Ne? Da möchte er dann also auch wieder Runensteine von mir haben. Hier erscheint eine Beschreibung der ausgewählten Verzauberung sowie deren Kosten. Also da möchte ich hier zum Beispiel bei Erhaltung möchte er aus 3 Runensteinen das machen. Mhm. Die Verzauberungen haben verschiedene Stufen. Zum Verzaubern eines Gegenstandes musst du einen Runenschmied aufsuchen. Ja. Verzauberungen auf der Liste können hinzugefügt, entfernt oder gefiltert werden. Okay, der kann also bisher Verzauberungen der Stufe 1 und will dafür vor allem die kleinen Runensteine haben. Und ich muss ehrlich sagen, kleine Runensteine, ich meine, man sieht es hier, wie wenig grün ist. Die habe ich praktisch nicht mehr. Ne, den habe ich fast abgeschworen. Und Haken an der Geschichte ist, ich habe hier natürlich auch schon Runensteine eingesetzt. Große. Das heißt, es wäre irgendwie ein bisschen dämlich, das jetzt zu machen. Also müssen wir den Runenschmied erstmal weiter verbessern. Allerdings... Ich würde gerne einen Blick auf dein Angebot werfen. Will ich auch noch sehen, was er selber so verkauft. Ach, guck mal, er verkauft Schemata für kleine Runensteine. Das ist natürlich, ja, ganz nett. Hier hat es Glyphe. Und er verkauft verschiedene kleine Runensteine. Also ich könnte mir bei dem auch Runensteine kaufen. Aber wie gesagt, relativ uninteressant. Und ich frage mich gerade, wo ich dieses Schwert hier habe. Eine Hexerausrüstung. Stufe 36. Ich habe ein Schwert, das ich noch nicht anziehen kann. Das ist jetzt verwirrend, wo ich das her habe. Das hatte ich gerade noch nicht. Egal. Und ja. Wir haben es ja so mit dem Geld, ne? Da, nimm den nächsten Schwung. Hier ist mehr Geld. Holst du davon bessere Ausrüstung? Danke tausendfach. Zu gütig bist du zu mir, wahrhaftig. Deine Arbeit ist das Geld wert. Ja, danke tausendfach. Wie wär's mit bisher 15.000-fach, ne?
Schon 15.000 in den Typen geschmissen. Fleißig bei der Arbeit. Das sieht man gern. Oh ja. Ich habe passende Werkzeuge in Auftrag gegeben. Bei Novigrader Handwerkern. Einiges hat es gekostet. Aber jetzt kann ich wieder richtig loslegen. Neue Runen, Glyphen und Schemata habe ich angefertigt. Anschauen solltest du sie dir. Vielleicht gefällt dir ja was. Dich hält jetzt also nichts mehr zurück? Vom Herstellen meisterlich gefertigter Runen? Ich brauche noch wesentlich mehr Geld dafür. Leider. Er will also insgesamt nochmal 15.000, was heißt, wir kommen auf insgesamt 30.000, bis er wieder meisterliche Runen anfertigen kann. Aber zeig doch mal, was du jetzt so kannst. Würdest du mir etwas anfertigen? Wir sind jetzt also bei... Mal angenommen, ich möchte hier mein Silberschwert was einsetzen. Da, das sind... jetzt nimmt er die mittleren Runensteine, nenne ich es jetzt mal. Hier die kleinen, die haben nur den Kreis. Da ist schon ein Dreieck drumherum, das sind die mittleren. Allerdings, er nimmt noch nicht die großen Runensteine, das heißt... Spontan würde ich sagen, es ist immer noch eine Art, ja, Verschlechterung für mich, weil ich habe hier nur mal große Runensteine drin. Tragisch. Das heißt, ich muss nochmal schauen, dass ich Kohle besorge, weil 15.000 habe ich tatsächlich nicht mehr. Wir sind hier ein bisschen pleite gegangen. Qualität hat ihren Preis immer abgeschlossen, ne? Wenn ich mich hier so umgucke, wir sind jetzt bei nur noch 2.500, also das ist verflucht wenig schon nur noch. Das heißt, ich muss echt wieder anfangen, dass ich Sachen verkaufe und ich bin mir nicht sicher, ob das dann eine gute Idee war, vorher die Sachen hier zu kaufen, die eigentlich ja schlechter sind. Die Katzenrüstung oder so, natürlich würde das richtig Kohle bringen, aber mal ehrlich, liebe Leute. Da hänge ich ein bisschen dran. Es ist eine Hexerausrüstung. Und Hexerausrüstung verkaufe ich ungern. Die würde ich lieber, die muss ich bei Gelegenheit mal einlagern. Ich gehe schon wieder langsam Richtung voll. Also ich muss mir bei Gelegenheit mal das Einlagern angucken. Ich kann ein paar Sachen verkaufen, aber die halt eben nicht. So. Wie dem auch sei. Das war jetzt mal soweit erstmal der Ausflug in Richtung dieses Runenschmiedes. Ich denke, ich werde mich jetzt dann mal anfangen, hier umzugucken. Ich reise also zum Garin-Anwesen zurück. Und wir machen bei der Quest Der zarte Hauch des Bösen weiter und suchen Olgrit auf. Und sag mal, brennt's da vorne? Hier brennt's doch. Also, als ich das letzte Mal hier war, sah das Haus noch viel besser aus. Sieh mal einer an. Der Hexer mit dem Stock im Arsch. Was gibt's Neues? Du hast da was in der Visage. Dort, sind das Ophiri-Pocken? Kann man sagen. Das Anwesen brennt. Schon bemerkt? Das da? Ach ja. Man kennt das ja, all das Tanzen und Trinken. Wir sind ein bisschen außer Rand und Band geraten, um ehrlich zu sein. Offenkundig. Wo ist Olgird? Wenn ich das wüsste. Irgendwo hier. Nein! Bitte! Ich bitte dich! Halt den Rand! Lass mich los! Lass mich gehen! Sei still! Wir haben gegessen! Getrunken! Gekämpft! Und ihr bringt mich um! Ich bin einer von euch! Das warst du mal. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist Olgrit, hä? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Nicht dein Bier, Kumpel. Na, liegen die Nerven blank. Warum denn? Bist du taub? Raus hier, Scheißmutant! Ich will nur wissen, was hier eigentlich los ist. Das erfährst du aber nicht. Verpiss dich!
Ich gehe, sobald ihr es mir sagt. Was bist du für ein Dornstrauch im Arsch? Ataman hat befohlen, ihn zu töten. Da hast du die Antwort. Zufrieden? Jetzt verpiss dich. Wir haben zu arbeiten. Warte. Olgierd will ihn tot. Aber warum? Das weiß ich nicht. Was geht's dich denn an? Verfickt doch mal. Gar nichts. Reine Neugier. Der Schwanzlutscher hat unseren Ehrenkodex verletzt. Dafür gibt's nur eine Strafe. Den Tod. Oh, was für ein Ehrenkodex. Was ist hier los? Noch nicht fertig mit ihr. Ich bin das Geschrei langsam leid. Ah, Geralt. Du bist also fertig in der Kanalisation. Kann man sagen. Arsch. Oder warst du noch nicht da? Mein Vater getötet! Nicht ich. Du lügst, Hurensohn! Der Mann hat ihn getötet. Alleine und ohne mein Wissen. Weil dein Vater uns das Gastrecht verweigert hat. Interessant, wie ruhig der noch redet, wegen dieses Bruchs unseres Ehrenkodexes ist der Mann jetzt hingerichtet worden. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bringt sie weg. Interessant, wie ruhig der weiterredet mit so einem Schwert durch die Brust, hm? So. Wo waren wir? Interessant. Ist dieses Theater wirklich nötig? Bah, Theater. Komm schon. Man muss einen gewissen Wahnsinn an den Tag legen, um sich lebendig zu fühlen. Du weißt, was ich meine. Das sagt jedenfalls das Mal in deinem Gesicht. Hab das Biest getötet. Dann sind Glückwünsche angebracht. Eine Belohnung. Such dir auch etwas aus dem Anwesen aus, falls nicht alles verbrannt ist. War der Kampf hart? Hab ihm den Bauch aufgeschlitzt und es wurde zu einem Menschen. Du wusstest, dass das passieren würde? Klar doch. Sonst hätte er dich da nie reingezogen. Gaunter Odin. Gekommen, um zu verleumden? Nein. Gekommen, um Schulden einzutreiben. Du weißt, dass du zuerst... Ja, dass ich drei Forderungen erfüllen muss. Mit der Hilfe meines Stellvertreters und Champions Geralt von Riva. Stimmt das? Du wusstest, dass die Kröte ein verwunschener Prinz ist. Das wusste er nicht nur. Er hat ihn sogar selbst verflucht. What? Das hat er nicht erwähnt. Dann will ich es tun. Die Geschichte ist wirklich packend. Olgierd liebte einst ein schönes Mädchen namens Iris. Doch ihre Eltern erwählten den Kronprinzen von Ophir für sie. Olgierd entwickelte großen Hass auf ihn. Zuerst wollte er ihn umbringen. Dann fand er das zu einfach. Stattdessen verfluchte er den Prinzen zu einem niederen Leben im Leib einer Kröte. Effektiv. Und als er sich am Leid des Prinzen satt gesehen hatte, beschloss er, die Sache zu beenden. Durch dich. Sag mir, Odin, wer soll meine letzten drei Forderungen erfüllen? Mein Assistent, Geralt. Dann scher dich weg. Ich will dein Gesicht nicht länger ertragen, als ich muss. Komm. Wohin? Zum Stall. Meine Männer bereiten unsere Abreise vor. Und so werde ich jetzt, wo weiß, auch immer mit reingezogen, hä? Hättest mir die Wahrheit über das Monster sagen können. Wolltest du dich auf meine Kosten amüsieren? Ich wollte das Vieh einfach tot sehen. Konnte nicht wissen, dass du dich auf den Aushang meldest. Zufall. Aber ich muss zugeben, dass ich es passend fand, einen Hexer daran zu lassen.
Ihr seid Fachleute. Ich hätte den Fluch vielleicht aufheben können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wozu das Aufhebens? Er war ein Mensch. Ein verdammter Ophiri-Hund, kein Mensch. Solch Abschaum verdient nicht zu atmen. Was er über den Prinzen gesagt hat, stimmt das? Du hast ihn in eine Kröte verwandelt? Vielleicht. Oder der Dauphin der Ophiri hat einfach irgendein Essen nicht vertragen. Bei deren Küche weiß man nie. Wäre mir neu, dass Nahrung jemand zum Monster machen könnte. Dann hat er wohl was Falsches getrunken. Ach, ich habe ihn verflucht. Aus Rache und Enttäuschung. Damals war ich noch ein anderer. Ich habe mich hinreißen lassen und die Worte einfach gebrüllt. Dachte selbst nicht, dass es klappt. Wo hast du diese Worte her? Das würde mich auch interessieren. Dieser Krach zwischen dir und dem Spiegelmeister. Damit will ich nichts zu tun haben. Hast du bereits, fürchte ich. Er hat etwas für dich getan. Jetzt bist du ihm was schuldig. Hab ich recht? Ja. Na, dann wirst du ihn erst wieder los, wenn ihr quitt seid. Aber keine Sorge. Ich denke mir Aufgaben aus, die du nie erfüllen kannst. Könntest höchstens irre dran werden. Das ist aber sehr freundlich. Gib dein Bestes und du bist deine Schuld los. Und ich kann in Frieden leben, bis der Spiegelmeister sich einen neuen Adjutanten gesucht hat. Okay. Ich muss die Frage wohl direkt stellen. Was soll ich für dich machen? Lass mich nachdenken. Wir haben gerade kein Dach über dem Kopf. Vielleicht fangen wir damit an. Bring mir das Haus von Maximilian Borsody. Sein Haus? Warum denn so überrascht? Ich muss doch irgendwo leben. Und was soll bringen? Das bedeuten? Bist du von Sinnen? Willst du ein dreckiges Pferd reiten? Geh mir aus den Augen, Kerl. Weißt du, was Wladimir mit dir täte, wenn er das sähe? Ja. Wladimir? Mein Bruder. Es gab Tage, da stank er wie 3 Tage alte Fußlappen. Aber sein Pferd war stets paradetauglich. Ach, beim Zechen war Wladimir konkurrenzlos. Leider feiert er nicht mehr viel. Finde ihn darum und bereite ihm die Sause seines Lebens. Das ist meine zweite Forderung. Gut, das scheint machbar. Was ist die dritte? Erledige erstmal diese 2. Dann reden wir weiter. Irgendwelche Tipps? Wohin? Wie beginnen? Du musst irre sein. Warum sollte ich es dir leichter machen? Wo finde ich dich, wenn ich mit ihnen fertig bin? Ich weiß nicht, welchen Zeitvertreib mein Trupp für mich plant. Sagen wir, in der Taverne zur Alchemie in Ochsenfurt. Da gehen sie wohl öfter mal hin. Wir sehen uns dort. Immerhin wollte ich da auch dieses eine Mädel treffen, ne? Der Bruder dürfte kein Problem sein, aber das Haus. Wie soll ich ihm ein Haus bringen? Das Gegenteil trifft zu. Das Haus sollte dich nicht betrüben. Der Bruder umso mehr. Was? Warum? Du hast auf mich gewartet. Wie nett. Ich konnte meinen Stellvertreter doch nicht dem Schicksal überlassen. Ich dachte, ich müsste Olgierts Wünsche selbst erfüllen. Laut Vertrag, ja. Aber mir ist nirgends untersagt, dir zu helfen. Und ich habe das Gefühl, dass du bei den ersten beiden Aufgaben Hilfe brauchen wirst. Olgierts Bruder, warum ist er ein Problem? Er ist tot, fürchte ich. Seit vielen Jahren. Na, von Nekromantie war nie die Rede. Nekromantie ist nicht die einzige Möglichkeit, eine Seele zu rufen. Du brauchst so ein altmodisches Ritual wie eine Blutbeschwörung. Also habe ich die Wahl zwischen Pest und Cholera. Außerdem brauche ich das Blut des Herbeizurufenden. Blut, schon. Aber nicht unbedingt das des Herbeizurufenden. Hier. Wo hast du das her? Geralt, Geralt, Geralt. Du bist aber auch neugierig. Nimm an, dass es von Everick Blut ist und mach weiter. Und wo finde ich diesen Wladimir? Geralt, ich kann nicht alles für dich tun. Benutz dein Hirn. Die von Everick sind hier wohl bekannt.
Du musst jemandem begegnet sein, der von ihnen gehört hat. Die bezaubernde Rotschopf-Doktorin vielleicht. Du weißt schon, von wem ich spreche. So. Shani soll also von denen gehört haben. Ja, wir können sie ja mal fragen. Borsodis Haus. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das bringen soll. Der einzige Borsodi, den ich kenne, betreibt in Ochsenfurt ein Auktionshaus. Ich hörte davon. Meine Schwerter wären da fast mal versteigert worden. Aber da fand die Auktion in Novigrad statt. Sie müssen umgezogen sein. Vielleicht kommst du dazu, sie nach dem Grund zu fragen. Gut, ich gehe hin. Und dann? Woher soll ich das wissen? Vielleicht findest du dort Inspiration. Oh, und nimm genug Geld mit. Das könnte dir noch dienlich sein. Ja, ich brauche Geld. Es ist wohl Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Etwas Enthusiasmus, Hexer. Du könntest dich auch einfach amüsieren. Ja, ich kann es kaum erwarten. Wo finde ich dich, wenn ich Hilfe brauche? Dann finde ich dich. Es wird auch vor allem auch interessant werden. Viel Glück, Geralt. Meine neuen Namen zu erklären, hä? So eine kleine rotschöpfige Ärztin wird diese Narben sehr schnell sehen. Und dann wissen wollen, was da los ist. Oder wo los war. Naja. Der Wind heult. Und was interessant wird ist, ja, ich habe ja dummerweise mich dazu entschieden, dem Runenschmied zu helfen. Was heißt, ich habe jetzt vielleicht etwas wenig Geld fürs Auktionshaus. Ich werde also mal ein bisschen in meinem Gehirn kramen, wie ich bisher am besten zu Geld gekommen bin. Und dann mal schauen, wie wir hier zu Geld kommen können. So, Shani wohnt also in Ochsenfurt. Das heißt, wir werden wohl nach Ochsenfurt gehen. Aber, ja. Lasst mich überraschen. Ich werde jetzt erstmal meine letzten Folgen oder Aufzeichnungen nochmal durchgehen und schauen, wie ich immer zu Geld gekommen bin. Viel Geld. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Bis dann.